Kutan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kutan Immobilien. Und bei uns ist Nadim Amiri, frischgebackener deutscher Meister, A-Juniorenmeister. Er spielt bei TSG Hoffenheim. Nadim, kann man die Gefühle schon fassen nach so einer deutschen Meisterschaft? Du hast ja im Endspiel einen Doppelpack gemacht in Hannover 96. Hast du das schon verarbeitet? Ja, leicht, aber ist ein super Gefühl. Die zwei Tore noch vor allem habe ich der Mannschaft zu verdanken. Ja, und ist ein überragendes Gefühl, deutscher Meister zu sein. Wie seid ihr in die Saison reingestartet? War das schon euer internes Ziel? Ich meine, eine Mannschaft kann sich ja selbst einschätzen. Also, wenn ich ehrlich bin, ja, das war unser Ziel, deutscher Meister zu werden, weil wir wussten, wie stark wir sind. Und es hat auch alles geklappt dann. Ja. Wie ist die Saison verlaufen? Wart ihr von Anfang an ziemlich weit vorne oder wie war der Saisonverlauf? Also, wir haben auf jeden Fall zu den Favoriten gezählt. Und am Anfang des ersten Spiels haben wir sogar verloren in Mainz. Und ab da ging es eigentlich richtig los. Und dann die Hinrunde waren wir Zweiter, Dritter. Und dann direkt in der Rückrunde haben wir halt eine überragende Rückrunde gespielt und somit auch verdient deutscher Meister geworden. Was für ein System favorisiert euer Trainer? Also immer Pressing. Also wir wollen immer alle pressen, jeden Gegner mit unserem aggressiven Spiel und dann auch schnell umschalten. Und ist es im 4-4-2 oder im 4-3-3? Wie ist die Aufstellung, die Konstellation? 4-1-2-3. Wo fühlst du dich am wohlsten? Wo warst du am meisten eingesetzt? Auf der 8, also hinter den Spitzen. Ja. Und könntest du dir vorstellen, dass das auch in Zukunft deine Position sein wird? Ja, auf jeden Fall. Also. Du spielst ja auch noch in der U18-Nationalmannschaft. Was für eine Position begleitest du da? Da spiele ich auch auf der 10. Dein Bruder ist ja auch ein sehr guter Fußballer und hat auch in der Jugend sehr hoch gekickt, auch A-Jugend-Bundesliga gespielt. Wie sieht's da aus? Ihr habt einen guten Kontakt. Gibt's da Tipps? Ja, auf jeden Fall. Also er ist bei jedem Spiel von mir dabei und nach dem Spiel sagt er mir, was ich besser machen kann und was ich gut gemacht habe und alles. Wenn du die Kritikpunkte schon ansprichst, wie geht der Trainer mit euch um? Ja, sehr gut eigentlich. Also er weiß, wie er uns zu behandeln hat, weil wir sind eine bisschen verrückte Truppe. Aber er hat uns immer gut hinbekommen. Geht er auch auf die Einzelkritik ein? Bringt er dich individuell auch weiter? Kommt er zu dir, sagt du, könntest mehr über die rechte Seite, mehr über die linke Seite, Handlungsschnelligkeit vielleicht schneller machen? Kommt solche Informationen vom Trainer? Ja, auf jeden Fall. Also nach jedem Spieltag bekommen wir auch die Einzelkritik. Und wenn er uns was sagen hat, dann ruft er uns zum Beispiel im Training kurz mal her und sagt uns das. Wie groß ist euer Kader bei der TSG? 22 Mann. Und wie ist es mit den Einsätzen? Ist eine Stammformation da, die im Prinzip immer einläuft? Ja, klar, aber unser Trainer wechselt auch oft, weil wir haben auch auf der Bank sehr, sehr gute Spieler und es wird dann immer so bei uns gewechselt. Du bist ja noch junger Jahrgang. Du darfst noch ein Jahr spielen bei den A-Junioren. Wie sieht das deine Planung aus? Also auf jeden Fall will ich mich weiterentwickeln und dann auch am Ende den Sprung schaffen in den Profibereich. Gibt's da schon Anzeichen, wie die TSG 1899 vorgehen möchte, wo sie dich eingeplant hat? Gab's da jetzt auch schon das ein oder andere Gespräch? Ich könnte mir vorstellen, als U-Nationalspieler, Stammspieler in der U-Nationalmannschaft, jetzt deutscher A-Juniorenmeister, dass auch das an der Profiabteilung nicht ganz vorbeigeht? Ja, also die Gespräche gab's schon auf jeden Fall. Ich war ja auch schon eine Woche bei den Profis. Und jetzt am Dienstag fahre ich auch mit denen ins Trainingslager. Es liegt an mir einfach. Du warst schon bei den Profis dabei. Wie ist der Unterschied? Also sehr hoch auf jeden Fall. Fußballerisch ist okay, aber vom Tempo und körperlich alles schon eine ganz andere Welt. Du gehst mit ins Trainingslager zu den mit den Profis jetzt mit. Wie verarbeitest du das als 17-Jähriger? Also es ist auf jeden Fall ein Traum, weil wir wollen ja alle Profis werden, wo Fußball spielen und meine Familie steht hinter mir, mein Berater und die bringen mich dann immer wieder ganz normal zur Realität.
Jetzt, wenn es mit den Profis weggeht, bereitest du dich da besonders vor? Also ich bleibe auf jeden Fall ganz cool, also nicht aufgeregt, aber die Aufregung kommt auf jeden Fall noch und ja, gesunde Ernährung und alles. Und was machst du noch so? Machst du noch Ausgleichssportarten oder gibt's für dich nur den Fußball und das, gehe ich mal davon aus, 24 Stunden am Tag? Ja, eigentlich nur Fußball und manchmal Tischtennis. Wie sieht's aus in deinem Privatleben so? Hat man Zeit für eine Freundin? Nee, eigentlich nicht. Aber also ich habe keine Freundin. Und ja, wir sind halt den ganzen Tag nur Fußball. Wenn wir heimkommen, wollen wir uns alle ausruhen. Okay, Mädels, dann Nadim hat keine Freundin, nur um das nochmal klarzustellen. Wie sieht dein Alltag aus, wenn man auf so hohem Niveau Fußball spielt und wirklich so viel gibt? Wie viele Trainingseinheiten hast du? Also am Tag 2 Stück. Also wir haben Montag, dann Dienstag 2-mal, Mittwoch 2-mal, Donnerstag Videoanalyse, alles gehört halt dazu. Ja. Und wie sieht's aus mit der Schule? Wie lässt sich das vereinbaren? Ja, mit der Schule, also wurde es zu viel für mich. Ich bin jetzt oft bei meinem Vater in der Firma und mache auch da vielleicht bald eine Ausbildung. Es ist ja so, die TSG Hoffenheim, speziell auch die Hopp-Stiftung, die ist ja bekannt dafür. Da gibt's ja Anpfiff ins Leben. Die kümmert sich ja sehr viel um junge Talente, auch abseits des Fußballs. Da gibt's dann Stützpunkte, da gibt's Nachhilfe, da gibt's persönliche Betreuung. Inwieweit ist das bei euch, wo die Spieler, die direkt bei der TSG spielen, inwieweit werdet ihr außerhalb des Fußballplatzes bei diesen Fragen unterstützt? Also wir werden 24 Stunden lang betreut von Anpfiff ins Leben und wir haben auch im Internat eine Nachhilfe mit Lehrern und auch unsere Schulkoordinatoren, alle helfen uns. Ja. Also trotz dem, dass du jetzt so erfolgreich schon bist bei den Fußballern, ist es trotz allem so, dass du auf die Ausbildung noch Wert legst. Wie sieht's aus? Gehst du ab und zu auch mal abends weg oder wie sieht da so dein Abendprogramm aus, Wochenende? Ja, ich gehe selten weg. Also wenn vielleicht mal mit der Mannschaft, aber sonst bin ich eigentlich mit meinem Bruder, Freunde manchmal unterwegs, aber nichts Besonderes. Spielst du auch in deiner Freizeit dann noch Fußball oder ist die Freizeit mit Tischtennis auch gut aufgehoben oder bist du auch noch jemand, der sagt, okay, morgen Treffpunkt, Bolzplatz und da wird mal richtig noch gezockt? Selten, also weil wir können es nicht leisten, jetzt nach dem Training nochmal kicken zu gehen, als wir müssen schon die Freizeit nutzen, aber zum Beispiel Tischtennis ist jetzt ein guter Ausgleich zu Fußball. Wenn siehst du jetzt nächstes Jahr oder wozu siehst du dich nächstes Jahr? Mehr A-Jugend, mehr Profis, mehr zweite Mannschaft? Hat man da mit dir schon gesprochen, wo jetzt dein Weg jetzt so aktuell weitergeht? Nee, davon weiß ich jetzt leider noch nichts, aber ich denke ja A-Jugend. Wie geht's jetzt weiter, Nadim? Die deutsche Meisterschaft ist jetzt schon Vergangenheit. Gefreut haben wir uns. Richtig schöne Aktion. Nationalmannschaft ist jetzt auch Pause. Wie geht's jetzt bei dir weiter mit dem Terminplan? Ja, also ich hatte jetzt eine Woche frei, war auch im Urlaub mit meinem Bruder. Und jetzt am Dienstag geht's halt wieder los mit den Profis. Wie sieht's aus, wenn man in Hannover zum Player of the Match gewählt wird, im Endspiel um die deutsche A-Juniorenmeisterschaft? Das geht dann über die Lautsprecher raus. Was fühlt man da? Also ist ein super Gefühl. Also vor dem Spiel hätte ich nicht gedacht, aber ich habe es mir zugetraut und zum Glück hat es auch gut geklappt dann. Die gelbe Karte beim Trikot ausziehen, das weiß man oder? Ja, ich denke, das weiß man. Das ist einem dann aber sehr Wurst, oder? Ja, war so das letzte Spiel und in diesem Moment, was Gefühl durch meinen Körper ging, das war dann mir egal. Nadim, weiterhin sehr viel Erfolg. Gib Gas, bleib wie du bist. Zurückhaltend, Fußball 95%, 5% machen wir Ausbildung und Bildung, dass wir da auch noch ein bisschen was geregelt bekommen. Und ansonsten alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, Dankeschön.